Ja, Rivellon Times. Sieg! Der Drache erobert Rivellon. Camilla stellt sich über Richterin. Terrokrate zum Wohle der Karriere. Kriegswirtschaft zahlt sich aus, aber zu welchem Preis? Feindliche Truppen, kaiserliche Donnerrohrkonstruktion an Witz. Demontierender Zauberer scheint auch bei Reichsvolk zu fungieren. Fungieren ist das falsche Wort. Maxus macht der Drache zum Gott. Mit einem Zauber ist er unbesiegbar. Drachenexperte, Drachenfeuerbälle. So mächtig, dass er sich selbst gefährdet. Drachen sollen in Kampf Rüstungen tragen. Flugexperte, Gefahrenflug. Das war's. Willkommen, Kommandant. Lasst mich euch noch ein letztes Mal auf der Raven begrüßen. Das Imperium lebt wieder. Frieden, kurzzeitig entthront, hält wieder das Zepter. Woran sich drei mächtige Männer einst versuchten, habt ihr ohne Hilfe geschafft. Im Namen der gesamten Welt, im Namen Millionen Befreiter, ich danke euch. Lang möge unsere Freundschaft andauern. So wie eure Herrschaft. Ich werde jetzt diese Aufnahmesession ein wenig überziehen, denn die ist jetzt schon zu Ende, aber das Ende ist ja auch jetzt schon da. Das heißt, es lohnt sich gar nicht mehr, noch eine neue anzufangen. Also, ich werde ein wenig überziehen. Ja. Und was geschieht jetzt? Ich habe eure weise Frau auf die Suche nach dem besten und schönsten Ort in Rivellon geschickt, an dem wir euer Schloss bauen werden. Danach bauen wir eine Hauptstadt um das Schloss. Und ein Imperium um die Hauptstadt. Ein Imperium, das 1000 Jahre andauern wird. Aber damit euer gesegnetes Reich so lange überlebt, müssen wir die gesamte Dämonentechnologie zerstören. Einschließlich dieser majestätischen Raven. Es ist natürlich traurig, wenn solche Wunder ungeschehen gemacht werden müssen. Aber wir können niemandem trauen. Bald werden diese Maschinen nur noch in der Erinnerung existieren. Wie Traumfetzen, die beim Aufwachen verblassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Erteilt den Befehl, werter Drache, und ich werde die Welt neu formen. Was geschieht mit Corvus, unserem geheimen Dämon? Er wurde endlich besiegt, Kommandant. Ihr habt ihn all seiner Kräfte beraubt. Und er ist nun nichts weiter als eine leere Hülle. Wenn ich die Raven demontiere, werde ich ihn in den Abgrund zurückschicken, aus dem er kam, und mit ihm die letzten Spuren des verräterischen Architekten. Ich würde gerne mit meinen Kameraden sprechen, die sich noch am Schiff befinden. Natürlich, Kommandant. Ich bin mir sicher, sie möchten euch alle zum Sieg gratulieren. Ja, denke ich nämlich auch. Kommandant, die 7 standen auf unserer Seite. Ungläubige siechen dahin, während wir siegreich an ihnen vorbeimarschieren. Ruhm und Ehr, preiset die 7 Götter. Natürlich kann kein Sterblicher ihre Pracht ersetzen, aber je mehr wir uns anstrengen, desto mehr Gunst finden wir in ihren strengen Augen. Ich befürchte, die Gunst, die ihr gefunden habt, erfüllt nicht ganz meine Erwartungen. Aber ich begnüge mich mit dem Wissen, dass der Friede den Gläubigen neue Herausforderungen bringen wird, die wir gemeinsam meistern können. Denn Frieden, das wisst ihr sicher, führt so schnell zu Untugenden. Ja, so ist das. Außerdem, das Imperium lebt wieder. Aber viele Heiden müssen noch bekehrt werden. Ganz gleich, was ihr erreicht habt, es geht noch mehr. In der Tat. Schließlich, so sagen es die heiligen Schriften der 7, ist die Welt erst perfekt, wenn alles lebendige Knochen ist. Finde ich nicht. Lebt hoch, Kommandant. Rivellon wurde gerettet und auch die große grüne Mutter. Es kann nur einen geben, dem wir für diese unerwartete und unvergleichliche Tat danken können. Und das seid ihr. Noch nie hat uns die Freiheit, die ihr uns geschenkt habt, ihrerseits eine größere Verantwortung auferlegt. Eine Last auf den Schultern aller zivilisierten Rassen. Wir müssen uns das Glück, zu dem uns unsere Befreiung berechtigt, neu verdienen. Ich werde Politiker bleiben. Und ich werde weiterhin die Standpunkte der Elfen tapfer verteidigen. Sie werden immer relevant sein.
Und ich hoffe, ihr werdet sie eines Tages zu würdigen wissen. Selbst das Beste ist nicht gut genug, wenn Perfektion angestrebt wird. Ich sehe eine strahlende Zukunft, Kommandant, jawohl. Ja, ich werde noch immer mit Zwergen und Untoten debattieren müssen, aber das erblasst im Glanze eines stabilen Friedens. Danke. Mögen die Geister der Natur eure Seele beschützen und ihre Weisheit euer ständiger Begleiter sein. Ja, ja, danke, danke, danke. Kommandant, lasst mich euch gratulieren. Nicht nur aus tiefstem Herzen, sondern aus der letzten Ecke meiner biergetränkten Leber. Herzlicher und aufrichtiger kann ich nicht sein. Das ist ja nett. Wir kennen uns schon sehr lange und hatten wahrlich unsere Höhen und Tiefen. Aber heute, an diesem wundervollen Tag, blicken wir nicht in Zorn zurück. Nein, an einem Tag wie diesem, den die Welt noch nicht gesehen hat. Ihr, Kommandant, Imperator, werdet ein Monarch sein, an den man sich erinnern wird, bis ans Ende aller Zeiten. Revelon gehört euch. Ehrlich errungen. Also behandelt es gut, denn es ist wirklich ein feines Reich. Oh ja. Aber kommt, lasst uns einen Schluck trinken. Wir haben es verdient. Heute keine Politik. Heute kein Krieg. Heute stoßen wir auf Revelon und den Drachen an, dem wir unsere Freiheit zu verdanken haben. Ja, so ist das. Genau so und nicht anders. Moment, hier fehlt doch noch. Achso, der Imp fehlt noch, aber den werden wir wahrscheinlich in der Bar sehen. Oder irgendwo. Oder bei hier in der Werkstatt bei unserem Mechaniker wahrscheinlich. Dieser Moment war so lang in der Mache, dass es nun, da unsere Stunde gekommen ist, beinahe unwirklich erscheint. Und doch ist es wahr. Der Krieg ist vorbei. Wir haben wieder erwarten triumphiert. Ja, durch einen Fehler im Spiel. Ich weiß, welche Bedeutung dieser Sieg hat, wie wichtig er ist, um das zu beschließen, was ihr und Maxus erreichen wolltet. Es ist ungewöhnlich mutig, die Zeit umzukehren und die Magie, die uns den Sieg gebracht hat, rückgängig zu machen. Nur wenige würden verstehen, wie ungewöhnlich weise es außerdem ist. Derartige Weisheit erfordert den Verstand einer Echse, überquellend mit Tiefgründigkeit oder zumindest ihre Vision. Ihr besitzt beides im Ansatz, wenn auch nicht so sehr, wie ich gehofft hatte. Aber ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen, Drache. Was ihr erreicht habt, stellt unsere politischen Wirrungen in den Schatten. Und wer kann schon sagen, ob ihr in Zukunft nicht entgegenkommender werdet? Ja, vielleicht. Wir befinden uns am Höhepunkt eurer Laufbahn, Kommandant. Und ich bin überzeugt davon, dass euer Vermächtnis nicht in dem Imperium liegt, das ihr gewonnen habt, sondern in dem, das ihr zurücklasst. Es ist mein größter Wunsch, dass es ein Reich wird, in dem alle Echsen in Freiheit und Zufriedenheit leben. Ja, so ist das. Dann gehen wir weiter zur Bar. Ah, Kommandant. Alle scheinen heute guter Laune zu sein. Als hätte unser endgültiger Sieg sie sehr überrascht. Oh, diese naiven Dummköpfe. Seien sie gesegnet. Als könnte eine Bestrebung, die ich unterstütze, wirklich scheitern. Ich frage mich oft, warum Maxus so erstaunt über eure angeborenen Qualitäten war. Wenn sie doch in Wahrheit aus nicht viel mehr bestehen, als aus einer mittelmäßigen Metamorphose in ein kleines Monster, das mit einem Feueratem ausgestattet ist. In Bezug auf unsere Eroberungen hätte ich mit Sicherheit ein noch besseres Ergebnis erzielt als ihr. Und ich hätte mich mit Leuten unterhalten können, ohne sie mit meinem Atem zu belästigen. Oh. Und doch, das, was wirklich wichtig ist, was in Erinnerung bleiben wird, ist, dass der Drache kam, sah und eroberte. Und das wird immer so sein. Das wird immer so sein. Genug geredet. Ich brauche einen guten Sherry. Ich glaube, Sie haben gerade gestern einige Fässer gebracht. Also bin ich guter Hoffnung, dass ich meinen Schluck Sherry genehmigen kann. Bevor wir und dieses Schiff außer Dienst gestellt werden. Ja, ist total schade. Vielleicht kommen die ja nochmal wieder in Divinity 3 oder so. Was ich immer hoffe. Oder in Dragon Commander 2, wenn die dann noch einen Nachfolger machen oder so. Kann ja sein. Verdammt, wir haben gesiegt, Kommandant! Endlich können wir sagen,
Wir haben den Krieg gewonnen. Kein Ruf klingt in meinen alten Streitrossohren. Fröhlicher und eisiger zugleich. Ja, denn ich mag zwar ein alter Klepper sein, doch ich will verdammt sein, wenn ich schon auf die Weide gehöre. Und was ist mit euch? Euer Vater wäre stolz auf euch gewesen. Sein Imperium wie eine Glasscheibe zersplittert. Aber ihr habt es geschafft, alles wieder zusammenzusetzen. Und das mit großem Erfolg. Drachen, sie erledigen die Sache. Ihr habt wohl noch ein paar hundert Jahre vor euch. Ich ein paar Dutzend, wenn ich Glück habe. Das ist in Ordnung. Ich habe alles erreicht, was ich wollte und mehr. Dank eurer freundlichen Unterstützung hier und da. Vielleicht kann ich mich nun mit Scarlett und Catherine zusammentun. Wenn sie wollen. In der Welt gibt es immer Unrecht, das es wieder gut zu machen gilt. Also gut. So sei es. Darauf ein Glas. Ihr habt doch hoffentlich nicht gedacht, ich würde euch gehen lassen, ohne mit mir anzustoßen. Kommt schon. Runter damit. Auf uns, Kommandant. Okay. Dann, Catherine. Nun, Kommandant. Offenbar ist es vorbei. Was bis vor kurzem noch unmöglich erschien, ist nun tatsächlich Realität geworden. Maxos hat also recht behalten. Ihr als Drache wart dazu bestimmt, das Reich zu erlösen. Ich bin froh, dass ich seinem Rat und euch auf die Raven gefolgt bin. Ich nehme an, dass ich keinen Krieg wie diesen mehr erleben werde. Aber obwohl ich ein General bin, empfinde ich das nicht als etwas Schlechtes. Okay. Bald werden wir alle getrennte Wege gehen. Aber heute feiern wir. Und ihr, wer sonst, seid unser Ehrengast. Bravo, Drache. Die Welt ist euer. So soll's sein. Haha, geschafft, Kommandant. Triumph. Wisst ihr denn, was das bedeutet? Wir können heimkehren. In Frieden. Oh, Herr, ich werde mich den ganzen Tag langweilen. War geil. Oh, ist aber schade. Aber ich sollte nicht so egoistisch sein. So viele Leute haben sich auf diesen Moment gefreut. So viele Soldaten möchten zu ihren Liebsten heimkehren. Heute ist ein Tag der Liebe. Und wenn ich Lust auf eine Rauferei habe, stelle ich einem Ork ein Bein und sage ihm, dass es seine eigene Schuld war. Das sollte ganz gut funktionieren. Na, mach mal. Da ist er doch. Den haben wir doch gesucht. Trinkolo kurz Lunte. Da haben wir es. Zum Teufel, nicht wahr, Milord? Ich kann es nicht glauben, dass es vorbei ist. Kein Gebastel mehr, kein Gehämmer mehr, keine Ingenieurskunst. Welch trauriger Tag. Bitteres Elend. Aber geil, wieder einmal abheult. Andererseits, die Raven singt schon lange nicht mehr für mich. Und die Dinge, die sie mir beigebracht hat, sind wertvoller als alles, was mich ein Zauberer lehren könnte. Zeit, dass Grumio zusammenpackt. Mein armer Cousin Trinculo ebenso. Wir werden wieder ganz neue Wunder erfinden müssen. Ja, das könnte Spaß machen. Soll ich eurem Hof beitreten, Milord? Oh, die Erfindungen, die ich für euch und euer Weib entwickeln könnte. Ja, das würde ich gut finden. Brunnen, die auf Befehl Wein oder Bier speien. Vollautomatische Luftfächer. Stinkende Orksklaven sind dann Vergangenheit. Oh, und Kutschen, die sogar im Sommer innen kühl sind. Wir werden viel Spaß haben, Milord. Oh ja, das finde ich toll. Heiliges Kanonenrohr, Kommandant. Ihr habt es geschafft. Nicht, dass ich je ein feuerspeiendes Biest anzweifeln würde, das mit Gomius Jackback ausgerüstet ist, aber ihr habt mich beeindruckt. Imps und Drachen. Wisst ihr, manchmal sind wir einer Meinung, manchmal treten wir uns auf die Füße. Und es ist in Ordnung, dass meine dann mehr schmerzen. Wir sind Kumpel, ihr und ich, oder? Das ist ganz klar. Ja, das ist ganz klar. Himmel nochmal! Was für ein Anlass! Ich habe das Gefühl, ich sollte etwas Tiefgründiges sagen, aber das ist nichts für Imps. Ich kann euch nur sagen, bitte, bitte, bitte hört nicht auf den alten Maxos und zerstört nicht all die Technologie. Bei allen fiktiven Göttern, all die Schmuckstücke, Geräte und Maschinen. Wir hatten so viel Spaß. Das Problem ist, wenn ich das nicht mache, kann ich das Spiel nicht beenden. Also muss ich es machen, weil es gibt keine andere Option.
Aber sie werden zerstört, nicht wahr? Verflixt, Kommandant! Wenn das nicht ist, als würde sich eine Taube gerade in dem Moment auf eurem Kuchen entleeren, in dem ihr abbeißt. Das wird schon nicht passieren. So, Max ist es hier wahrscheinlich nicht. Genau, hier ist alle. Ah, aber wir können doch mit Corvus reden. Übrigens, ich werde diese Videoaufnahme wahrscheinlich in zwei Teile nochmal aufsplitten, weil sie ist doch länger geworden insgesamt, als ich erwartet hätte. Kann passieren, aber ich splitte die dann eben in zwei Teile auf. Zwei oder drei, mal gucken. Und dann geht das schon, weil ich will das natürlich auch nicht so lange machen. Also so eine Stunde, so eine Stunde Video, das guckt sich niemand an. Also nicht komplett. Na, was sagst du, Corvus, du Loser? Das ist unmöglich. Unmöglich, dass ich besiegt wurde. Ich, der so viele war, jetzt einer. So viel Blut wurde vergossen und verloren. Nicht mal Magia Sanguinis könnte eure Seele zähmen. Denn jemanden wie euch kann ich nur bewundern. Ich hätte euch ewiger Pein unterzogen. Und doch finde ich in dem, der mein Diener hätte sein sollen, meinen Erlöser. Möge Maxus mich schnell töten, damit meine Schande endet. Das war's mit Divinity Dragon Commander. Wir werden jetzt das Schiff zerstören. Habt ihr mit euren Gefährten gesprochen? Seid ihr bereit, das Schicksal des Reichs zu ändern? Ich bin bereit, Maxus. Das ist das endgültige Ende des Krieges und unserer Kriegsmaschinen. Sehr wohl, Kommandant. Mögen in diesem Ende unzählige Neuanfänge stecken. Es beginnt ein Zeitalter des Friedens. Die goldene Pax Draconis bricht an. Und so wurde Sigurds Sohn, der Prinz, den einst alle Bastard genannt hatten, letzten Endes Kaiser von Rivellon. Der Frieden breitete sich im gebeutelten Reich aus und alle Kriegsmaschinen wurden zerstört. Die dämonische Macht musste weichen und die Welt wandelte sich wieder zu einem Ort der Harmonie zwischen Magie und Natur. Maxus war dankbar, dass sein Freund das Erbe seines Vaters gerettet hatte. Und er wusste, dass die Ära der Drachenritter begonnen hatte. Und so entstand der Drachenturm, den wir aus Divinity 2 kennen. Ja, gut. Ich werde dann die Credits nochmal ablaufen lassen, denn ich glaube, das sollte man am Ende dann nochmal machen. Ne? So, thank you for playing. Doof, dass die sich nicht automatisch abspielen, aber das war's jetzt für dieses Projekt Divinity Dragon Commander. Es ist vorbei. Und die Credits werde ich noch ablaufen lassen. Diesmal hoffentlich komplett, weil beim letzten Mal sind die ja mittendrin einfach wegen dem Absturz der Aufnahme verschwunden, also weggegangen, kaputt gegangen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht, welches das werden wird, aber irgendwas fällt mir schon ein. Tschüss.